Ich schreibe als erstes mal hin in der Zahlentheorie, also solange wir uns mit Zahlentheorie beschäftigen, geht es nur um ganze Zahlen. Also das, was wir mit Z bezeichnet haben. Darum werde ich das in Zukunft auch nicht mehr immer dazu schreiben. Wenn wir uns mit Zahlentheorie beschäftigen, dann geht es ausschließlich um ganze Zahlen. Das heißt, für die nächsten Wochen sind Brüche und irrationale Zahlen und so weiter erstmal abgemeldet. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, wenn man sich dann wirklich vertieft mit der Zahlentheorie beschäftigt, wird man feststellen, dass man sich dann doch wieder mit diesen irrationalen Zahlen und sogar mit komplexen Zahlen, auf die wir noch zu sprechen kommen, beschäftigen muss. Aber so weit werden wir da gar nicht einsteigen. Für die eigentliche Formulierung von Fragestellungen und für die wichtigsten Definitionen brauchen wir nur uns um ganze Zahlen zu kümmern. Darum werde ich jetzt die nächsten Wochen auch nicht jedes Mal sagen, das sollen ganze Zahlen sein, sondern wenn ich da irgendwas hinschreibe, sind das immer ganze Zahlen. Also das bedeutet, weil wir uns gleich im nächsten Schritt auch viel mit Divisionen beschäftigen werden, zum Beispiel, wenn Sie sowas sehen wie, was ist 11 geteilt durch 4, dann können Sie sagen, das ist 2, 3 Viertel, das ist die Antwort, die man normalerweise geben würde. Oder ein Mathematiker würde vielleicht eher einfach schreiben, das ist 11 Viertel. Das ist ein Bruch, was da rauskommt. Aber das ist das, was uns im Moment nicht so interessiert, sondern wir werden, solange wir uns mit der Zahlentheorie beschäftigen, eher sozusagen wieder aufs Grundschulniveau zurückgehen und sagen, 11 durch 4 ist 2 Rest 3. Ja? Also die Frage, die uns interessieren wird, ist eigentlich, wenn wir zum Beispiel dividieren, geht das mit oder ohne Rest? Und was bedeutet es, wenn es ohne Rest geht? Ja? Und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, Division mit Rest. Das ist etwas, was Sie natürlich alle kennen. Ich habe Ihnen ja eben hier schon ein Beispiel hingeschrieben, 11 geteilt durch 4. Das können Sie natürlich auch mit irgendwelchen größeren Zahlen machen. Nehmen wir mal sowas wie 101 geteilt durch 3. Sie können jetzt zum Beispiel einfach eine schriftliche Division machen, auf die wir auch noch mehrfach wieder zurückkommen werden in diesem Semester, wo Sie dann sagen, 101 geteilt durch 3, da nehme ich erstmal 10 geteilt durch 3. 10 geteilt durch 3, da passt die 3 dreimal rein, dann habe ich 3 mal 3 ist 9, dann kommt hier 1 weg und dann habe ich hier 11 geteilt durch 3, da passt die 3 auch dreimal rein, wieder 9, 2 und dann bleibt halt diese 2 übrig, also würde ich hier hinschreiben 3 Rest 2. Das heißt also, die 3 passt sozusagen nicht ganz in die 101 rein, sondern es bleibt ein Rest übrig. Und das kann man sich auch grafisch vorstellen. Nehmen wir mal das von hier oben. Was bedeutet das denn, dass 11 geteilt durch 4 2 Rest 3 ist? Das können Sie sich so vorstellen. Sie malen hier diese Strecke 11 hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und Sie wollen durch 4 teilen. Und das ist eigentlich so eine Sache, die auch wieder ganz weit zurückführt, schon in der Geschichte bis zu den Griechen. Sie können sich dieses Teilen durch Strecken auch als so eine Art Messen vorstellen. Sie können sich vorstellen, Sie haben einen Maßstab, der die Länge 4 hat und Sie wollen gucken, ob Sie diese Strecke der Länge 11 mit diesem Vierer-Maßstab messen können. Ob Sie sagen können, das sind so und so viel mal der Vierer-Maßstab. Also wenn Sie 11 durch 4 teilen, machen Sie eigentlich Folgendes. Sie halten hier diesen Vierer-Maßstab ran und gucken, das passt einmal, dann ist noch was übrig. Dann halten Sie den Vierer-Maßstab nochmal ran. Dann hat es zweimal hier hingepasst. Und dann bleibt hier was übrig. Und das ist gerade unser Rest 3 hier, ne? Also hier unten haben Sie zweimal die 4. Der Vierer-Maßstab passt da zweimal rein. Und das blaue Stück ist der Rest. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel statt 11 12 genommen hätten, dann hätten Sie diesen Vierer-Maßstab genau reinpassen können. Dann wäre es genau 3 mal 4 gewesen, sodass das insgesamt die Strecke ergibt. Also einmal grafische Vorstellung von Divisionen. Was Sie dabei auch vielleicht schon sehen, ist, dass Sie Division, wenn Sie mit ganzen Zahlen rechnen können, eigentlich auch als Subtraktion sehen können. Das ist auch unter dem Aspekt der Informatik manchmal ganz interessant. Sie müssen eigentlich gar nicht dividieren. Sie hätten dieses, was ist 11 geteilt durch 4, auch anders ausrechnen können, indem Sie einfach immer wieder die 4 von der 11 abziehen, bis es nicht mehr geht.
Das könnte man auch hier machen, ist natürlich dann ziemlich aufwendig, aber Sie können es machen. Wenn Sie 101 geteilt durch 3 errechnen wollen und haben zufällig vergessen, wie schriftliche Division geht, dann rechnen Sie aus 101 minus 3, das ist 98, minus 3 ist 95, minus 3 ist 92 und das machen Sie so lange, bis Sie entweder bei 0 sind oder bei 1 oder bei 2. Denn wenn Sie irgendwas anderes haben, können Sie ja immer weitermachen. Das heißt, Sie ziehen einfach so lange ab, bis es nicht mehr geht und das, was dann übrig bleibt, ist entweder 0 oder ein Rest. So gesehen ist Division einfach auch Subtraktion. Was passiert denn, wenn ich jetzt sowas hier hinschreibe? Minus 11 geteilt durch 4. Eben haben wir 11 geteilt durch 4 ausgerechnet. Was ist denn das, was hier rauskommt? Also wenn Sie jetzt mit Rest rechnen. Genau, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, das hinzuschreiben. Aber vielleicht machen wir uns das nochmal klar. Nochmal ohne das Minuszeichen. 11 durch 4, hatten wir gesagt, ist 2 Rest 3. Dieses 2 Rest 3, das kann man sich auch anders klar machen. Man kann sagen, das, was ich hier hingeschrieben habe, bedeutet, 11 ist 2 mal die 4 plus 3. Ja, so kann man sich das klar machen. Die 2 ist das, was hier vorne rauskommt, ist, wie oft passt die 4 da ganz rein. Und die 3 ist das, was ich dann noch ransetzen muss. Denken Sie an die Vorstellung mit dem Maßstab, den ich versuche, da reinzubekommen. Und jetzt können Sie sich überlegen, wie ist das denn mit der minus 11? Also wenn ich mich frage, was minus 11 geteilt durch 4 ist, das war ja meine Frage hier, dann kann ich ja versuchen, das stattdessen so hinzuschreiben, dass es irgendwas mal 4 plus irgendein Rest. Ja? Und eine Möglichkeit, das hinzuschreiben, haben Sie eben schon gesagt, ist, ich gehe sozusagen zu weit nach links. Also die minus 11 liegt ja links von der 0 auf dem Zahlenstrahl. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach links gehe, bis zur minus 12, da komme ich hin, wenn ich 3 mal die 4 nach links gehe. Wenn ich also hier ausrechne minus 3 mal 4, dann bin ich bei minus 12, dann bin ich schon zu weit. Dann muss ich 1 wieder dazuzählen, um zu meiner minus 11 zu kommen. Und die andere Möglichkeit, das zu rechnen, wäre die, dass man sagt, ich gehe nicht zu weit nach links, sondern ich mache nur 2 Schritte nach links. Dann bin ich minus 2 mal 4 bei der minus 8 angelangt. Dann bin ich aber noch nicht so weit, wie ich sein wollte. Ja? Und darum muss ich noch weitergehen, nämlich noch weitere 3 Schritte nach links. Also beides ist im gewissen Sinne ein legitimer Rest. Man könnte schreiben, um die Frage hier oben zu beantworten, das ist, nach dem, was wir hier ausgerechnet haben, minus 3 Rest 1 oder das ist minus 2 Rest minus 3. Ist beides okay. Im gewissen Sinne stimmt das beides. Da muss man sich dann halt auf irgendeine Konvention festlegen. Die Konvention, die die Mathematiker üblicherweise nehmen, das ist jetzt aber nicht so wichtig, diese Konvention. Wichtig ist, dass sie sich erstmal klar machen, dass das beides irgendwie richtig ist und was das jeweils bedeutet. Die Mathematiker haben die Konvention, dass sie im Allgemeinen sagen, wir nehmen als Rest immer eine positive Zahl. Also wir wollen, dass der Rest positiv ist, darum muss hier 1 rauskommen und nicht minus 3. Sie werden aber feststellen, das ist jetzt für die Informatik wiederum interessant, dass unterschiedliche Programmiersprachen da unterschiedlich mit umgehen. Und da kann ich Ihnen ja vielleicht gleich mal die Frage stellen, was ist denn diese Operation, die mir den Rest hier ausrechnet, wie nennt man die denn in den Programmiersprachen, die Sie so kennen? Die nennt man Modulo, ne? Und wie schreibt man das in Java? Ja? Genau. Also das in manchen Programmiersprachen schreibt man Mod dafür für Modulo. In Java schreibt man so ein Prozentzeichen. Und solange Sie sowas ausrechnen wie das hier, sind die sich alle einig. Hier wird bei Modulo immer 3 rauskommen. Aber wenn Sie sowas ausrechnen wie das hier, dann sind die Programmiersprachen sich nicht einig. Einige Programmiersprachen, wie zum Beispiel Java, werden Ihnen das hier ausgeben. Und andere Programmiersprachen, wie zum Beispiel, ich glaube, Python, werden Ihnen das hier ausgeben, was in der Mathematik eher gemacht wird. Wie gesagt, das ist beides richtig. Sie müssen nur sich darüber im Klaren sein, wie die jeweilige Programmiersprache damit umgeht und wie Sie dann weiter mit diesen Ergebnissen rechnen wollen. Aber für uns ist das Entscheidende erstmal nicht, dass
welche Konvention, welche Programmiersprache hat, sondern dass das überhaupt geht. Und das schreibe ich jetzt vielleicht nochmal hin als Tatsache. Das, was ich jetzt hinschreibe, bedeutet eigentlich nur mit in normaler Sprache gesagt, dass man immer mit Rest dividieren kann. Also Division mit Rest funktioniert immer. Wenn man zwei ganze Zahlen A und B hat, dann kann man immer zwei ganze Zahlen Q und R finden. Also ich schreibe jetzt hier nochmal ganze Zahlen hin, aber ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich das in Zukunft nicht immer hinschreiben werde. Dann kann man immer ganze Zahlen Q und R finden mit folgender Eigenschaft. A ist Q mal B plus R. Das ist genau das, was ich eben hingeschrieben hatte. Das heißt, was Sie eigentlich machen, Sie führen die Division A geteilt durch B aus. Also mit anderen Worten, A geteilt durch B ist Q Rest R. Dies hier unten aber nur in Klammern. Und zwar deswegen nur in Klammern, weil ich Ihnen ja eben schon gesagt habe, dass der Rest so ein bisschen nicht so ganz eindeutig ist. Ist er positiv oder negativ und so weiter. Die übliche Art und Weise, das hinzuschreiben, ist diese hier. Das heißt, wenn ich zwei Zahlen habe, A und B, dann kann ich die Zahl A immer in B-Stücke aufteilen, sodass eventuell noch ein Rest übrig bleibt. Das an sich ist überhaupt noch keine Aussage. Diese Aussage wird erst durch folgenden Zusatz interessant. Mit erstens dem hier und zweitens der folgenden Eigenschaft, diese Zahl R hier, das ist ja unser Rest, für die Zahl R gilt, sie ist nicht negativ, also sie ist größer gleich 0, sie ist vom Betrag her kleiner als meine Zahl B. Ja? Also ich teile durch B, wie ich zum Beispiel oben durch 4 geteilt habe, und das, was hier steht, besagt dann, der Rest, der da rauskommen kann, kann höchstens 3 sein und ist mindestens 0. Und wenn ich zum Beispiel durch 17 teile, dann ist der Rest 0 oder 1 oder 2 oder und so weiter, aber höchstens 16. Das ist das, was hier steht. Also Sie können das immer hinbekommen und das will ich Ihnen jetzt nicht mathematisch beweisen, weil Sie intuitiv alle wissen, wie das geht, habe ich Ihnen ja eben vorgeführt, das geht mit schriftlicher Division. Ne? Wenn Sie diese Werte Q und R rausfinden wollen, machen Sie einfach eine schriftliche Division. Ganz simpel. Das jetzt zu beweisen, das hängt zusammen mit Eigenschaften der natürlichen Zahlen, wie zum Beispiel der induktiven Eigenschaft, das heißt das, was man vollständige Induktion nennt, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich würde mal sagen, wir glauben das, beziehungsweise da gibt es eigentlich nicht viel zu glauben, sondern Sie haben das alle schon so oft gesehen, dass Sie das, denke ich, so hinnehmen können.